Die Bündner Gemeinde Pfalz ist heute in erster Linie für ihre Thermalquelle bekannt. In einem Seitental des Val Lumnezia gelegen, ist Pfalz seit Jahrhunderten eine deutschsprachige Insel in der Nähe der sonst überwiegend rätoromanisch geprägten Surselva. Weit weniger bekannt ist, dass am Rand der Walsersiedlung seit einem knappen halben Jahrhundert auch ein Skigebiet anzutreffen ist. Die Hänge am Dachberg sind seit 1975 durch Aufstiegshilfen erschlossen. In jenem Jahr entstehen neben der Zubringersesselbahn zwei Sektionen Schlepplift als Beschäftigungsanlagen. Die beiden Schlepplifte Glar und Loretschberg sind auch heute noch in Betrieb. Die erste Sektion mit rund 750 Metern Länge ist die kürzere, aber technisch hochinteressant. Es handelt sich um einen klassischen Schlepplift der Maschinenfabrik Habegger mit Antrieb und Gewichtsabspannung in der Talstation. Noch vor der Streckenhälfte macht der Lift eine leichte Kurve nach links. Talseitig kommt dabei eine recht spektakuläre Abfolge von schräg gestellten Trage- und Niederhalterollenbatterien zum Einsatz. Ziemlich genau 200 Höhenmeter überwinden die Bügel bei einer Fahrt zur Bergstation. Und noch eine weitere Besonderheit besitzt die Anlage. An den Trägern der Tal- und Bergstation ist zu erkennen, dass der Schlepplift ursprünglich für den Bau einer Parallelanlage ausgelegt wird. Diese erblickt aber letztlich nie das Licht der Welt, denn die stündliche Förderleistung von 1000 Personen der bestehenden Anlage sind letztlich ausreichend. Auch auf der zweiten Sektion entsteht mit dem Schlepplift Loretschberg 1975 eine nahezu baugleiche Anlage der Firma Habegger. Erneut setzt der seinerzeit größte Schweizer Seilbahnhersteller auf eine Kombination aus Antrieb und Gewichtsabspannung in der Talstation sowie klassische Fachwerk-T-Stützen auf der Strecke. Mit einer Länge von knapp 1,7 Kilometern ist der Schlepplift aber deutlich länger als die erste Sektion und erschließt in der Folge auch eine viel größere Pistenauswahl. Auf den baumfreien und bereits im Hochwinter sonnigen Hängen oberhalb von Pfalz ist er in der Folge klar die beliebteste Anlage des noch jungen Skigebiets. Gut 430 Höhenmeter überwinden die Bügel auf der anfänglich kontinuierlich ansteigenden Strecke. Auf der zweiten Streckenhälfte folgen dann einige größere Gefelsbrüche und ein terrassenförmiges Relief bis zur Bergstation. Insgesamt werden auf diesem Streckenabschnitt nicht mehr allzu viele Höhenmeter gewonnen. Die welligen Abfahrten links und rechts des Schlepplifts laden aber auch in diesem Bereich zu genussvollen Schwüngen ein. Allzu lange hat der Lift in seiner ursprünglichen Form aber nicht Bestand. Es zeigt sich, dass die Bergstation in ihrer Lage am Ende einer längeren Ebene ungünstig platziert ist und die Abfahrten nicht wirklich optimal erreicht werden können. Aus diesem Grund erfolgt Mitte der 80er Jahre eine Verlängerung des Schlepplifts. Beauftragt wird dafür aber nicht mehr der Originalhersteller, sondern die Firma Küpfer. Diese verlängert den Schlepplift um gut 300 Meter, sodass er eine Gesamtlänge von etwas mehr als 2 Kilometern erreicht. Heute ist er damit der längste noch in Betrieb befindliche Schlepplift im Kanton Graubünden.
Realisiert wird die Verlängerung damals durch den Einbau mehrerer neuer Fachwerkstützen. Diese unterscheiden sich optisch deutlich von der Habegger Variante. Die bestehende Bergstation ist aber noch immer das Original. Sie wird von Küpfer an ihren neuen Standort versetzt. Wirklich viele Höhenmeter gewinnt der Lift durch die Verlängerung nicht hinzu. Das Spektrum der Abfahrten kann aber deutlich erweitert werden. Wie auf der ersten Sektion können hier heute ebenfalls rund 1000 Personen pro Stunde befördert werden. Ganz optimal ist die Lage der Bergstation übrigens auch heute nicht. Um die Abfahrten auf der linken Seite des Lifts erreichen zu können, ist nach wie vor ein kleiner Aufstieg notwendig. Auch die 1996 eröffnete dritte Schleppliftsektion zum Dachberg kann nur über diesen Weg erreicht werden.